Reise geht weiter. 11. Februar. Verlasse heute Rio Gallegos und fahre dann quer über die Pampa, über die Route 40 nach El Calafate. Und dort möchte ich mir mal den Fitzroy anschauen. Heute Tagesleistung etwa 330 Kilometer, auch mit einem entsprechenden Straßenanteil. Und ja, sehen wir, was der Tag bringt. Ich verlasse jetzt Rio Gallegos Richtung El Calafate. Benutze erstmal die normale Panamerika-Route für die Strecke und biege dann ab auf die berühmte Route 40. Gestern hatten wir etwas Wartungsarbeit zu tun. Ich habe den Kühlkreislauf entlüftet, weil vorgestern ich ein Temperaturproblem hatte. Habe eine Wartungsfahrt gemacht. Das lief an sich ganz gut. Und ja, jetzt sehen wir mal, dass wir das nächste Leck schaffen. Ich muss mich doch nochmal ganz herzlich bei Philipp und Manne von KNM Harley World bedanken. Die neuen Medien machen es möglich. Ich bin natürlich kein ausgebildeter Harley-Mechaniker, aber es hat so gelaufen, dass ich einen Film bekommen habe, habe den natürlich auf dem Handy oder auf dem iPad abspielen können, hatte WLAN im Hotel, hatte auch ein Dach über dem Kopf beim Schrauben und bin dann hergegangen und habe praktisch Schritt für Schritt alles das gemacht, was sie auch gemacht hätten in der Werkstatt. Nichtsdestotrotz ist das natürlich keine Bedingung wie in einer Werkstatt selbst. Ich fahre jetzt vorsichtig. Ich konnte mir nicht erklären, wo der Kühlwasserverlust herkommt. Ich habe in Marokko schon auch festgestellt, dass die Pan etwas Kulant braucht. Also immer wieder, wenn es heiß war oder man ist in den kleinen Gängen gefahren im Gelände, war relativ schnell der Behälter leer, also der Ausgleichsbehälter. Und das war aber immer so alle 2000 Millimeter der Fall. Ich bin natürlich jetzt sehr viel langsam gefahren durch die Schotterstrecken und so weiter. Und wahrscheinlich liegt das Problem bei mir zwischen den Ohren. Ich habe also nicht häufiger kontrolliert. Das werde ich jetzt tun, alle 200 bis 300 Kilometer sehen, ob da noch was drin ist. Man muss immer mit Harley Davidson diskutieren. Entweder braucht man da eine Warnlampe oder ich weiß auch nicht, warum das Kühlwasser gebraucht wird. Habe das an sich bei anderen Motorrad noch nicht so erlebt, aber es ist so. Muss ich im Moment mit leben oder ich habe eine Undichtigkeit, die ich noch nicht so genau verifizieren kann. Also ich habe Kühler alles nachgeguckt, aber natürlich bin ich nicht in der Werkstatt, habe alles abgebaut, was ging, aber dann ist es nicht so hell, man hat ja die richtigen Lampen und so weiter und so fort. Deshalb gehe ich jetzt mal auf Nummer sicher und fahre einen Straßenteil nach Calafate, vermeide halt eben Schotter, weil ich da halt eben langsamer fahren muss und da wird der Motor heißer. Und ich will jetzt einfach das Streckenstück nach Calafate mal nutzen, um festzustellen, was jetzt mit dem Motorrad ist oder ob ich alles richtig gemacht habe. Wir haben Außentemperatur 11 Grad, der Wind geht wieder konstant. Ist es im Moment alles bei 80 Grad. Also das scheint irgendwo zu funktionieren. Nichtsdestotrotz, ich habe hier in Calafate den Oscar kennengelernt. Der hat einen Sprinter, auch ein Motorradfahrer. Ich habe ihm seine Telefonnummer dabei. Sollte ich liegen bleiben, weiß ich, wenn ich anrufen kann. Ich fahre alleine, nur 93
fährt die 140 voll auf Schotter. Und ich gehe, wie gesagt, jetzt mal auf Sicherheit. Und wir werden uns wahrscheinlich dann in El Calafate treffen, wenn das alles so spielt, wie man sich das vorstellt. So, das ist der Plan für heute. Ich muss mich fast freuen, es regnet ein bisschen. Das bedeutet, der Wind ist weniger stark. In den letzten Tagen, muss ich sagen, ging mir das sogar irgendwie auf die Nerven. Ja, ich bin jetzt schon 50 Kilometer gefahren. Die Straße geht mehr oder weniger jetzt geradeaus. Ich bin auf der Route 5 und der Route 3 abgebogen Richtung El Calafate. Das ist eine neu gebaute Straße. Die Route 40 auf Schotter geht mehr oder weniger hier links vorbei. Da verzichte ich heute drauf. Und ja, es geht hier mehr oder weniger geradeaus. Temperatur bleibt stabil bei 84 Grad. Scheinbar haben wir alles richtig gemacht gestern. Natürlich schon immer ein blödes Gefühl, wenn man so eine Wartung gemacht hat. Deshalb auch gestern die 70 Kilometer Testfahrt. Und ja, man nicht genau weiß, ist alles richtig geworden oder nicht. Aber ich stress das Motorrad heute nicht. Fahre hier schön mit 90, 95. Offiziell darf man eh nicht schneller fahren. Und ich sehe, dass ich sicher nach El Calafate komme. Wenn man jetzt hier so nach vorne schaut, Pampa, Pampa, Pampa. Da sieht man jetzt auf Schotter Teile der Route 40, die parallel läuft. Und das würde für mich bedeuten, mindestens 5 Stunden mehr fahren und heiße Temperaturen beim Motorrad. Also was ich beobachtet habe, ist, wenn ich im ersten, zweiten Gang fahre, dann redet man schon immer von 100 Grad. Im dritten Gang und jetzt fährt es schön mit 84. Soll der gute Elvis sich mal erholen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich genieße jetzt mal einfach nach über 2000 Kilometern auf losem Untergrund jetzt mal so ein bisschen easy laufen zu lassen. Ich habe jetzt noch 185 Kilometer an der El Calafate. Ich muss fast sagen, der Regen hat leider aufgehört und kaum kommt die Sonne raus, dann geht der Wind wieder los. Ich habe jetzt ordentlich Querwind von links, fahre schön so mit 96 dahin. Schneller geht eh nicht, sonst bläst mich hier von der Straße. Die Route 5, abgesehen von alle 10, 15 Kilometer mal eine Kurve, geht relativ geradeaus, eintönig ein bisschen, Pampa, ab und zu Lamas, ab und an kommt mal ein Fahrzeug oder auch ein Motorrad. Das bedeutet, sollte man hier ein Problem haben auf dieser Route 5, ist man nicht lang allein. Nur die Frage, wie lange es dauert, bis man hier mal abgeschleppt wird, ist eine andere. Ja, das ist Pampa hier. Sagt man so schön. Geh in die Pampa und dann kannst du machen, was du willst. Ab und zu gibt es hier so Einfahrten. Irgendwelche Estancias, die wahrscheinlich 50 Kilometer dann irgendwo weg sind. Netter Hinweis, 380 Kilometer bis zum höchsten Wandergebiet.
das hier so geradeaus. Ich bin jetzt bei einer Tankstelle, halben Weg nach El Calafate. Elvis, brav gefahren, Temperatur hat gehalten, bin richtig stolz. Und habe jetzt noch 150 Kilometer. War auf der Route 5 erst, relativ geradeaus, Pampa, Lamas, aber die hopsen dann immer direkt weg. Hat ein bisschen geregnet, war froh darüber, weil dadurch hat es nicht gewindet. Und jetzt fahre ich auf der Route 40 weiter nach El Calafate. 100 Kilometer vor El Calafate auf der Route 40. Wieder Steppenlandschaft. Und es geht praktisch auch wieder vermehrt geradeaus. Der einzige Unterschied ist, hier hinten sieht man ja schon allmählich die Anden rauskommen. Und ja, ich freue mich drauf, den Fitzroy zu sehen. Das ist einer der berühmten Kletterberge bei El Calafate. Ansonsten ein bisschen bedeckt, bin ich ganz froh. Der Wind ist nicht mehr ganz so stark. Regnen hat aufgehört. Temperatur 15 Grad. Es wird also ein bisschen wärmer. Kühlertemperatur hält sich bei 84. Alles gut. Jetzt beginne ich allmählich mal wieder relaxed zu werden, was den guten Elvis hier angeht. Ja, fahren wir nach El Calafate. Ich bin jetzt 30 Kilometer vor Calafate und dort unten ist der See. Ganz da hinten sieht man den Fitzroy. Und das ist halt eben hier die Hochebene. Den kontinuierlich einen Pass eben hoch. Und das ist der Ausblick, der sich mir hier bietet. Toll. Tagesziel für heute erreicht. El Calafate. War eine schöne, ruhige Fahrt. Erst auf der Route 3, also der originalen Panamericana. So 100 Kilometer. Dann auf der Route 5 Richtung Westen und dann abgebogen so nach 150 Kilometer auf die berühmte Route 40. Und jetzt bin ich hier nach etwa 310 Kilometer, weiß nicht genau, in El Calafate. Alles gut, Temperatur 20 Grad. Zwischendrin hat es mal geregnet, dafür war es weniger Wind, dann hat es aufgehört zu regnen, dann war es wieder viel Wind. Und über die Lamas gefreut, die überall rumspringen, nur wenn man anhält, tschupp, sind sie weg. Springen einfach über den Zaun und weg sind sie. Auf dem Video habe ich es aber erwischt. So, und jetzt fahre ich gleich mal durch den Ort. Bin hier auf der Flaniermeile. Wollte ich mal einen Eindruck vermitteln. Und Versailles, Casino, Touroperateure, Restaurants, Haufenverkehr, Outdoor-Ausstatter, Souvenirshops, alles da. Aber ich habe nur ein Moped, kann ich nicht so viel mitnehmen. Auch gut, auch mal eine coole Fußgängerzone. Gehen wir mal rum. So wie den Shops. Hundeclub. Ja, überall T-Shirts von der Famous Route 40. Da waren wir heute. Thank you.
Schon cool. El Calafate. Wir haben noch zu. Ja, ich glaube, hier kann man einiges an Geld ausgeben, aber alles liebevoll hergerichtet. Toll. Das ist jetzt ein Motto-Café. Was haben wir denn hier Schönes? Cooler Seitenwagen. Alte NSU, ich fasse es nicht. NSU Max. So was hat mir mein Opa Karl Motorradfahren beigebracht und auf einer Adi. Aha. Ja. Jetzt muss ich hier mal einen Kaffee trinken. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen durch die Fußgängerzone. Hier kommen die Schafe hin, die wir vor 2 Tagen auf dem Anhänger gesehen haben. Und ja, hier gibt es so alles, was das Herz begehrt. Restaurants, Tour Operator, Shops. Wahnsinnig was los. Kann man sagen lassen, zum Abendessen muss man reservieren, sonst kriegt man nichts mehr. Aber ich habe schon ganz gut gegessen. Lasse ich heute, glaube ich, mal ausfallen. Ja, El Calafate. Ja, we call it a day. Es ist hier in El Calafate, einem schönen Restaurant. Und ich hätte jetzt mal eine Pizza, eine Lunga. War eine schöne Tour durch die Pampa. Bisschen Regen, bisschen Wind, Lamas. Und dann hier, wenn man über den Pass kommt und dann runter nach El Calafate fährt, macht ein Tal auf. Gigantisch, man sieht die Berge, die Anden, Fitzroy, alles toll. Morgen geht's weiter nach Copenhagen Gore-Tex, 400 Kilometer. Und ich lasse euch mal gut sein. Und ja, Elvis geht's gut. Alles gut. Oh,
Guten Morgen, ich bin in El Chatein, das ist ungefähr hier. Ich habe mir die Karte schon gefaltet, damit ich da entsprechend die Orientierung habe. Das GPS führt mich nach Kupana Georges irgendwie da unten rum. Bin mit dem Garmin GPS ehrlich gesagt nicht sehr happy. TomTom war bei so Sachen besser. Das heißt jetzt drum, wir haben noch alte Karten und hier bis hierhin nach Tres Lagos habe ich Asphalt. Das sind ungefähr 140 Kilometer und dann habe ich ungefähr diese Strecke hier Schotter und dann wieder Asphalt nach Gouverneur Georges. Das sind insgesamt 400 Kilometer und die will ich heute fahren. 12. Februar heute. Ich habe vor, heute 400 Kilometer nach Gubernator, nach Norden zu fahren und fahre jetzt erstmal nach Tres Lagos. Auf dieser Strecke ist die Route 40 noch Asphalt und dann geht der Spaß auf der Route 40 mit Schotter wieder weiter. Hab gut geschlafen. El Calafate ist ein typischer Touristenort. Die Hotelgäste werden abgeholt in Bussen und dann geht es dann hier auf den Gletscher oder zum Fitzroy. Ich bin ein bisschen im Zeitdruck. Deshalb bin ich jetzt nicht in den Naturpark noch gefahren und einen Tag verlieren. Jetzt genießen wir erstmal die Fahrt nach Tres Lagos. Vor jedem Ort gibt es hier immer so eine Polizeikontrolle, entweder Einfahrt, Ausfahrt. Bisher haben sie mich immer durchgewunken. Sehen, ob sie jetzt Dienst haben. Da steht einer. Auch wieder durchgewunken. Bin jetzt wieder auf der Route 40 Richtung Tres Lagos. Pampa. Und wieder Wind, wie verrückt. Ist gerade in einem Tal. Muss man bei jeder Kurve aufpassen, da der Wind einen erwischt, dass er nicht umhaut. Und jetzt geht's los. 20, 25 Grad Querlage oder schief sitzen. Das ist halt eben hier terrestrisch bedingt. Der Wind hat hier keine oder andere Bauwerke den aufhalten. In der Stadt merkt man davon nichts. Aber dann hier unterwegs schon. Die letzten paar Tage habe ich wirklich gut geschlafen. Um 10 Uhr ins Bett. Jetzt war es halb 7, halb 8. Das war schon gefordert hier. Aber die Weite, die ist einfach gigantisch. So eine Panne möchte ich ja nicht unbedingt gerne haben. Los dran denken, Murphy's Law.
wir bei 85. Nächste Ziel ist die Tankstelle in Tres Lagos. Das sind noch 123 Kilometer. Pampa, Pampa, Pampa. Der große Brettschassee. Da vorne geradeaus die Spitze. Das ist der Fitzroy bei El Chaten. Den haben wir gestern schon mal gesehen. Da sind wir da oben den Pass runtergekommen und jetzt fahre ich unten durch das Tal auf den Zug. Absteigen durch nicht. Der Wind wirft mich um. Also, da hinten ist das Fitzroy-Massiv in Wolken. Das ist weiter der Rio Condor, der da aus dem See gespeist wird. Und ich breche das hier mal ab. Und praktisch hier bis nach Tres Lagos geht. Der Lago Widmar. Da vorne. Das muss ich mal neu programmieren. Noch 49 Kilometer bis Tres Lagos. Ich kann hier nicht vom Motorrad runter, sonst wird es trotz Ständer umgeblasen. Aber ich versuche jetzt mal ein Foto zu machen. Das ist jetzt der Lago Widmar. Und am Ende des Lago Widmar sieht man den wohl schönsten Berg Südamerikas. Dort hinten. Den Fitzroy in Wolken. Alles sehr große Weite. Bisschen windig, ich spreche ein bisschen lauter. Also hier haben wir den Fitzroy. Ich bin jetzt 30 Kilometer vor Tres Lagos. Und ich muss sagen, die Weite hier, die kann einen schon stark beeindrucken, aber auch irgendwo erschlagen. Wahnsinn. Keiner kommt. Ich habe mal in den 90er Jahren mein Geld damit verdient, Flugzeuge von Amerika nach Europa zu überstellen. Ich spreche jetzt von kleineren einmotorigen Flugzeugen. Da hatte ich genau das gleiche Gefühl, wenn ich in Guspe in Kanada gestartet bin und wusste, ich habe jetzt Atlantik bis Reykjavik vor mir. Wenn der Propeller stehen bleibt, dann hast du ein Riesenproblem. Gleiches Gefühl habe ich jetzt ja auch. Mein Elvis läuft brav. Alles gut. Aber wenn ich mir ja vorstelle, hier mal stehen zu bleiben, obwohl es eine gute Straße ist, das wird ja noch anders. Aber eine Viertelstunde oder so, es kommt keiner. Wahrscheinlich erst heute Abend, wenn die Touristenbusse wieder zurückfahren von El Chaten. Da habe ich einen einzigen gesehen. Also Leute, wenn ihr mal diese Strecke fahrt, genug Wasser mitnehmen. Aber wenn es eng geht, zu zweit. Ich habe meine Enrich hier drin, hier ganz in Not per SMS.
Hilfe rufen, auch der Dieter und die Renata, der Satellit. Und die sind in El Chatein geblieben, die haben einen anderen Zeitplan. Und es waren ein paar Wochen super Company, war ein gutes Team. Noch an der Stelle danke dafür. Ihr seid coole Typen, ihr zwei. Und ja, aber zur Not könnte ich dann auch mal anrufen, der wird einen Tag später oder zwei Tage später die Strecke hier auffahren. Die wollen nämlich noch nach Buenos Aires und Montevideo. Das ist in etwa quer durch Argentinien. Aber wie gesagt, die sind zu zweit. Und ich bin an sich gewohnt, allein zu fahren in Marokko und so, aber da reden wir jetzt mal von 30, 40 Kilometer Einsamkeit, das kann auch reichen. Aber irgendwann kommt da mal einer mal vorbei. Noch 3 Kilometer bis zur Tankstelle bei Tres Lagos. Im Moment habe ich Glück, kann gut zu 100 fahren, weil der Wind ist nicht so stark, der geht irgendwie da oben drüber weg. Ich bin hier in so einem Canyon. Die Straße ist genial. Ich habe gleich schon die ersten 160, 170 Kilometer abgespult in 1,5 Stunden. Wieder los, aus dem Sattel. Nachher noch über 100 Kilometer so. Hola. ¿Todo bien? Yes, super. Ich bin jetzt in Trilagos, in der Tankstelle. Da steht Elvis, neu getankt. Hier gibt es alles zu trinken. Hier mache ich mal ein bisschen Pause. Hab noch zwei nette Damen kennengelernt, die unterwegs sind, Argentinierinnen, in die andere Richtung, nach Calafate. Und ja, jetzt trinke ich was und dann geht's los. Weiter. Hab Coolant gescheckt, Öl gescheckt. Alles gut. Auf der Spur.
Das Garmin GPS zeigt mal an, 1637 Kilometer, wo ich unbefestigte Straßen mit drin habe. Ah, ja. Wir werden es auch so finden. Ich bin mal gespannt, wann er umstellt. Jetzt sind wir in Tres Lagos. Kleiner Ort. Muss man auch immer dran denken. Geht die Pampa wieder los. Temperatur alles im grünen Bereich.
Laut Karte sollte jetzt schon alles Schotter sein. Also da hat die Frau Kirchner hat sich schon viel gemacht hier in Argentinien. Ich hatte mich an sich jetzt schon eingestellt, nach 20 Kilometern hier rumzuhubbeln. Stattdessen fahre ich hier 98, im Moment sogar mit Rückenwind. Tollen Job haben die hier gemacht. Na gut. Schluss mit lustig. Dann gehen wir wieder aus dem Sattel. Sogar sitzen kann. Die Spur ist an sich nicht schlecht. Ja, was ist da los, Zeug? Ist bei dem Wind nicht einfach. Weiter geht's. Die Problematik, die wir haben, in der Mitte ist alles locker und da ist eine Spur. Und bei dem Querwind ist es wichtig, diese Spur auf keinen Fall zu verlieren. Und ja, ging die letzten 20 Kilometer gut, dann sehen wir mal, wie das weiter klappt. Dritten Gang, Lenker locker lassen und versuchen in dieser Spur zu bleiben. Rechts die Spur, die sieht an sich optisch besser aus. Das Problem ist, die Straße geht da, fällt da rechts ein bisschen ab und da rutscht man ganz schnell aus. Jetzt einen Spurwechsel zu machen von rechts nach links. Über den losen Schotter in der Mitte ist als kritisch zu betrachten. Ich bleibe auch stehen, dann sehe ich besser vorweg. Im Sitzen ist das ein bisschen eingeschränkt. Jetzt geht es im Moment ganz gut. Fahren wir mal im vierten Gang. Grund anders, nur die Spur nicht verlieren. So, jetzt haben wir gleich das Problem. Also schon weg. Kurz mal wechseln auf die Seite. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn es berghoch geht, ist es besser auf die Gegenfahrbahn zu gehen, weil dann dieses Wellblech nicht so ist.
Schlafleck haben, oder? Gehen wir wieder in unsere Spur. Es wird so ein bisschen knubbelig hier. Armer Elvis, verspreche dir, das ist das letzte Schotterstück. Was das Motorrad an Schotter mitgemacht hat, das hat so schnell keine Pannen. Das weiß ich. So schnell nicht. Wenn ich Gubbernau erreiche, gibt es nur noch Asphalt. Aber erstmal hinkommen. Aber da ein Schlagloch. Und wie Murphy sagt, genau dann, wenn man es nicht braucht, ist mir aber jetzt egal, kommt ein Auto. Wahnsinn. Das ist Murphy's Law. Stundenlang kommt keiner. Schlafen ausweichen und dann kommt einer. Aber jetzt geht's an sich mal ein bisschen. Ich fahre jetzt also 10, 15 Kilometer und dann bleiben wir wieder stehen. Loses Zeug und durch. Jetzt wird's ganz los. Ach du Scheiße. Da ist was passiert. Im dritten Gang mal wieder rein. Unberechenbar, diese Schotterwege hier, unberechenbar. Irgendwas hat man hier mit Asphalt. Anstrengend ist das Ganze auch. Temperatur hält. Ich will mich mal hinzusetzen, ein bisschen zu relaxen. In den dritten Gang. Mal wieder raus. Hat einfach stehende bessere Gefühl. Ich würde mich noch besser fühlen, wenn ich eine Halskrause dabei hätte. Das ist genau das Ding. Ich fahre ja mit 50, 60, weil sonst ging überhaupt nichts. Die Geschwindigkeit braucht man. Und ein Abstieg geht an sich nur nach vorne. Da bricht man sich ganz gerne das Genick. Also Leute, Südamerika, next time, Halskrause. Solange die Spur so ist, ist das gut. Dann kommt einer auf den Gedanken, die auszubessern. Und dann hat man den Salat.
Aber die Gegend ist ganz fantastisch. Ich glaube, hier kann man sich sogar setzen. Das ist irgendwie so lehmfester. Gott sei Dank regnet es nicht. Ein paar Meter. Da wird es wieder los. Da betet man immer an den Reifengott. Hoffe nicht, dass es macht. Dann stehe ich hier mit langem Gesicht. Vielleicht kommt ja dann wieder ein Auto. Aber gar nicht dran denken. Fahren. Wo ist meine Spur? Da ist meine Spur. Das geht hier. Ja, nach meiner Planung ist das jetzt wirklich das letzte Schotterstück. Ich habe mich eben mit dem Tankwart unterhalten. Die Grenzen sind mal wieder zu. Allgemeine Ornikon-Panik. Außer die in Mendoza. Ich wollte dann sicher über den Paso Aguanera, der da mit 4700 irgendwas oder der höchste Andenpass da unten ist. Aber Spur nicht verlieren. Es wird nicht spielen. Zwischen Santiago und Mendoza ist an sich die Haupttransitverbindung, die ist offen. Und wenn ich hier durch bin, gibt es an sich nur noch Straße für den Elvis. Sagt man mir. Bei so Schotterfahren, die auch so eintönig ein bisschen sind, muss ich auf einer Seite konzentrieren. Dann denkt man, wow, wunderbar, warmes Tier. Es ist wahnsinnig wichtig, also ist meine Empfehlung, alle 10 Kilometer mal kurz Pause zu machen, was zu trinken und dann weiter. Es hat gar keinen Wert, das machen wir in Ligurien auch so, wenn wir da über Grenzkampfstraße und so fahren. Es hat gar keinen Wert da, den Helden zu markieren, man wird sehr schnell dehydriert, die Konzentration geht weg und dann liegt man da. Ich hatte mich jetzt die letzten 3 Wochen daran gewöhnt, dass Dieter und Renata dabei waren. Haben wir an sich sehr, sehr wohl gefühlt. Wir haben uns untereinander sehr gut geholfen. Es hat auch sehr gut harmoniert. Aber jetzt habe ich mal wieder eine andere Qualität hier. Oh, jetzt wird wieder los, oder? Ja, geht noch. Der Wind, der Wind. Der Vorteil, den man hier hat, im Gegensatz zur Carretera Australis, hier ist kaum Verkehr. Also da kann man sich wirklich aufs Fahren konzentrieren. Man wird nicht eingestaubt, kriegt eine Staublunge, wie es uns da passiert ist. Und es ist eben auch noch ein Auto, ich habe eine Pause gemacht, plötzlich taucht ein Auto auf und der Mann hat auch gefragt, ob alles in Ordnung wäre. Also fand ich ganz toll. Aber die Überraschungsmomente, wie bei jeder Schotterstraße, hat man hier auch.
die Condition, wie man auf Englisch sagt, ändert sich dauernd. Also ganz gefährlich ist, obwohl es verführerisch ist, rechts ist das so geplättet, da könnte man sagen, da kann man fast wie von der Straße fahren. Das kippt dann rechts ab und da muss nur ein bisschen loses Geheul kommen und dann rutscht man hinten irgendwo rein. Mir alles schon passiert. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wer das jetzt hier alles sieht. Ich mache es wie für das Video für meine Follower und meine Freunde. Ich habe nie behauptet, dass ich ein Pro bin. Ich versuche überall durchzukommen und das klappt an sich ganz gut. Es gibt Leute, die machen das natürlich auf einem Rad als Wheelie hier. Alles gut, jeder wie er kann. Aber für die, die nicht von klein auf Trailfahrer gewesen sind oder Motocrossfahrer, glaube ich schon, dass ich die Tipps, die ich ab und zu mal gebe, zielführend sind. Jetzt kommt da zum Beispiel eine Kurve. Die Kurve hat den Nachteil, dass da immer irgendwie der Schotter sich verteilt, weil die da durchbrettern. Jetzt habe ich zum Beispiel keine Spur. Jetzt muss ich Gas geben. Nicht bremsen. Wenn ich bremse, habe ich verloren. Und dann hier irgendwo wieder eine Spur zu finden. Immer noch keine Spur. Immer noch keine Spur. Jetzt habe ich wieder meine Spur. Man muss einfach die Nerven behalten. Und von der Perspektive her, diesen Murmelkies, den hasse ich wie die Pest. Aber jetzt sehe ich mal, dass ich da links rüber gehe. Weil hier ist eine geile Spur. Kommt ja eh keiner. Diesen Murmelkies, den hat der Hund gesehen. So unten drunter hat und oben drüber. Naja, ich schalte mal vorsichtig schon mal runter, weil da hinten geht es gleich hoch. Jetzt sehen wir mal, wie wir da durchkommen. Es gibt immer so Wellen in der Straße. Und die entstehen besonders bei den Strecken, wo es hochgeht. Weil die Autos oder LKWs da natürlich entsprechend mahlen. Andersrum gesprochen, für Motorradfahrer, und man hat einen Platz wie hier, ist es besser, eine Spur zu wählen, die auf der anderen Seite runter geht. Weil dann hätte man normal weniger von diesen mahlenden Wellen. Kann ich glaube ich relativ sicher sein, dass man nicht einer entgegengeschossen kommt und wenn, sind die eh langsam. Die Straße ist hier 30 Meter breit. So, jetzt gerade Duffel hoch, Spur finden. Tropfen Fahrrad. Ja, so ein bisschen Leben herrscht hier schon. Die Lamas, die haben ja einen Spaß. Die gucken dann immer, wenn einer kommt, popsen sie weg. Für die hochinteressant, was hier abgeht. Und auf der Spur habe ich jetzt weniger Erschütterungen wie auf der rechten. Ich weiß nicht, ob das Video gut rauskommt. Das sind so Wellen. Weil die hatten wir hier nicht, weil jeder mal die Leute runterfahren. Das habe ich aber auch erst hier herausgefunden. Das kann ich ganz schön ruhig hochfahren hier.
Chance und quer rüber. Nicht. Ah, Auto. Nicht auszudenken, wenn es jetzt geregnet hätte. Das wäre eine Rutschbahn hier. Noch einen richtigen Tag erwischt. Mal wieder Spur suchen und so weiter. Ja, die Gegend ist geil. Geht einem noch so ein bisschen das Herz auf. Wenn dann nicht der Schiss im Hintergrund wäre, dass man Breakdown hat. Jetzt hier runter, jetzt gucke ich mal eine andere Spur, die hier. Sieht gut aus. Ich wollte da oben so ein Tacho mitsehen, aber ich fahre jetzt hier so zwischen 50 und 60. Wenn man langsamer fährt, hat man noch mehr verloren. Irgendwie gibt es bei jedem Motorrad bei so Schotterstrecken so eine Geschwindigkeit, wo es zwar rappelt, aber die Federbelastung und Entlastung so ist, dass man mehr oder weniger darüber gleitet. Bei meiner GS ist es sogar irgendwo bei 70. Hier ist es ein bisschen weniger. Aber ich habe auch hinten 50 Kilo Gepäck drauf. Dann könnte man sagen, da sitzt ein Sozius drauf. Und sowas zu fahren mit und ohne Gepäck, ist nochmal eine andere Qualität. Das schlägt nämlich immer hinten mal nach rechts und nach links aus. Guckt euch diese Gegend an. Der Wahnsinn. Ich hab richtig Schweine. Das ist alles fester Lehm. Da fahren wir fast auf einer Straße. Bin ich froh drüber. Aber Regen. Voller die Waldfee. Und hier haben wir wieder losen Schotter. Nie aufgeben. Ich fahre noch die nächsten Kurven und dann mache ich wieder Pause. Und wieder 10 Kilometer rum. Ich muss sagen, jetzt im Vergleich zur Carrera Austral gefällt mir das hier schon besser, was das Fahren angeht. Die Gegend war geil von Chile. Aber von hinten drucken die SUVs, von vorne kommen die LKWs, eingenebelt. Ja, das hat schon fast was von den Seealpen. Kamerieren. Ohne dass einer drückt. Und da ist man richtig froh, wenn man in den Verkehr kommt, wenn man weiß, dass einem geholfen wird im Fall der Fälle. Kann man nur empfehlen. Es handelt sich hier zwischen Tres Lagos und Copanor. Irgendwie, da streiten sich die Geister. Ich habe jetzt 80 Kilometer Schotter schon gefahren. Der Autofahrer eben sagte mir noch 15 Kilometer. Davon habe ich jetzt schon 10 weg. Da müsste eine Adam Riese gleich irgendwann an die Straße kommen. Kann allerdings nur noch falsch verstanden haben. Vielleicht meint er 50 Kilometer. War im Wind etwas schwieriger. So, jetzt haben wir wieder Murmelkies. Gas und Spur so. Und da hinten
Schöner See, jetzt Luft anhalten. Eine Pause, da kommt der nächste, hier ist ja richtiger Verkehr plötzlich. Das ist ein Vorteil von dem starken Wind. Wird man nicht ganz so eingestaubt. Nochmal Pause. Schön hier. Guter Platz. Ja, Schotterfahren allein ist ja schon mitunter eine Challenge, aber das hier legt da noch was drauf. In den Mutterseen allein auf der Route 40, nochmal einen kleinen Rundumblick. In diese Richtung geht es jetzt nach 70 Kilometer so weiter, kein Mensch da. Der Elvis fährt mich brav dahin. Ich bin so stolz auf das Motorrad. Ich glaube, es dauert nicht mehr lang. Dann hat der gute Elvis Teer unter den Füßen. Und zwar, da ist der Lago Cardiel. Wenn der zu Ende ist, geht die Straße rechts ab nach Copernau. Die ist rot, das heißt, die ist nicht geschottert, sondern asphaltiert. Nach Adam Riese dürfen das nicht mehr viele Kilometer sein, weil da vorne ist der See zu Ende. Im Gegensatz zu den ersten 50 Kilometern ist das ja hier fast super mit der Spur. Nie nachlassen. Ein weiches Loch und dann liegt man da. Die nochmal wieder setzen. Warte mal, habe ich ein Glück, dass es heute nicht regnet. Also unbedingt wichtig bei der Route 40, das seht ihr ja, die sollte man wirklich nur im Trockenen fahren. Das sind so viele Abschnitte mit Lehm. Das kenne ich jetzt von der Route 7. Das wird dann glatt wie Schmierseife. Da wird die Sache etwas unkontrollierbar. Jetzt wechsle ich mal kurz die Spur. Die schaut mir besser aus. Vorne kommt wieder ein Staubomat. Einatmen, ausatmen, Luft anhalten. Boah. Nicht geht
noch weiter. Und abwärts. Ja, da bei dem losen Zeug muss ich stehen bleiben. Was ist die Spur? Weit nach vorne schauen und laufen lassen. Ich wollte immer mal die Drohne fliegen lassen. Aber bei dem Wind seit Cerro Torre kommt die mir nicht mehr zurück. Schnell rüber, das war die falsche, ich bin jetzt besser. Das hier lasse ich mal gefallen, wenn es trocken ist. Gegend ist geil. In letzter Zeit kamen auch mal ein paar Autos. Der Wind hat ein bisschen nachgelassen. Oceana, da sind wir. Da muss ich noch was hinpappen. Route 40, Schotterteil, Geschichte. Yes. Alice, gut gemacht. Der Asphalt hat uns wieder. Man kann sich auch an die kleinen Dinge des Lebens freuen. Das war erstmal nochmal eine Challenge, wo man dem Elvis nochmal alles abverlangt hat. So, nach der Schotterstrecke von der Route 40 bin ich jetzt wieder auf dem ausgebauten Stück. Noch 50 Kilometer oder 58 Kilometer bis zum Hostel. Temperatur hat alles gehalten. Ich habe auch alle 10 Kilometer wie im Elvis angehalten, mal bei dem Stück jetzt 10, 15 Kilometer, weil die Temperatur geht ja dann schon hoch bis 100 Grad. Morgen früh will ich mal sehen, was an Kulant der jetzt verbraucht hat. Ich nehme an, wenn man dann wirklich im Schotter lange Zeit fährt, im dritten, vierten Gang hoch, runter, das bei einer Außentemperatur von immerhin noch 31 Grad, wird er viel zu warm an.
dass dann das irgendwie verdampft. Haben wir jetzt auch rausgefunden. Da muss man mal sehen, was man da vielleicht machen kann. Jetzt fahre ich schön gemütlich die halbe, dreiviertel Stunde bis zum Hotel. Und dann wie üblich, worauf freue ich mich? Auf ein Bier. Und wir sind heute wieder ein paar hundert Kilometer Santiago näher gekommen. Im Prinzip geht es wahrscheinlich auf eine Anden, Südanden-Umrundung raus. Am westlichen Teil sind wir über die Route 7 runtergefahren. Und dann jetzt am östlichen Teil über die Route 40 fahre ich jetzt hoch bis Mendoza. Und dann irgendwo wieder über die Grenze nach Santiago. Bin ich hier auf einer absolut geilen Straße. Kein Mensch da, noch 26 Kilometer. Fahr windgeschützt durch so ein Canyon. Alles Route 40. Im Prinzip muss man sagen, es kommt noch mal ein Schotterstück weiter ganz oben im Norden, aber nur kurze Kilometer. Jetzt ist die Route 40 im Prinzip alles geteert. Also das eine Stück habt ihr eben gesehen. Das waren so etwa, ich muss mal ausrechnen, 120, 150 Kilometer auf Schotter. Von Tres Lagos, also kurz hinter Tres Lagos, bis an die Abzweigung, wo es weiter nach Pitti Moreno geht, und dann wäre es auch weiter auf Schotter gegangen. Aber die Route 40 führt da durch den Ort Copanor, wo ich also eine Unterkunft gebucht habe, und hat dann diesen Zustand. Gouverneur Georges, grün, Landwirtschaft, noch 2 Kilometer. Diese Allee. Richtig toll. Jetzt haben wir wieder den Duft. Und die Lkw-Fahrer hier, da sind auch die Helden. Die knallen über den Schotter, haben dann so eine Luftdruckregulierung. Lassen ein bisschen Luft raus, dann pumpen sie wieder rein. Schon stark. Gubernator Georges. Das sei mir verziehen. Man sagt immer im Spanischen,
spricht man so, wie man liest. Gobernador Georges. Da sind wir. Osteria Lago Cariel angekommen. Auspacken, duschen, essen, schlafen.